Hallo, das sind die Neuerungen für die First LEGO League-Saison 2016-17 Anime Allies. Viel hat sich nicht geändert, aber trotzdem bieten wir euch den Service hier für Schiris, Teammitglieder und Coaches, zu gucken, was ist wirklich neu. Generell gilt, was nicht erwähnt wird, hat auch keine Bedeutung. Wir haben eine leichte Veränderung an der Base. Wenn ihr mal auf die Base schaut, letztes Jahr gab es Sicherheitszone und Base gibt es nicht mehr. Es gibt zwar noch die innere Linie, aber die dürft ihr komplett ignorieren. Die spielt dieses Jahr gar keine Rolle mehr. Wir reden nur noch über die äußere Linie. Die heißt Base. Die Linie gehört mit dazu. Die innere Linie vergessen. Es gibt eine tolle Neuerung. Die Höhenbegrenzung der Base ist abgeschafft. Das heißt, euer Roboter kann so hoch wie möglich sein. Seitlich muss man aber immer noch in den Begrenzungen bleiben. Später darf sich der Roboter natürlich auch ausfalten und noch größer werden. Seitenbegrenzung bleibt gleich. Wo darf ich mein Material lagern? Ich darf es lagern in der Base, natürlich. Ich darf es lagern in der Hand. Ich darf es lagern in meiner Kiste, die ich womöglich mitbringe. Ich darf es auch auf dem Tisch lagern, der neben dem Spielfeld steht. Und tolle Neuerung, auf dem Boden. Dafür darf ich es nicht mehr auf dem Feld lagern. Früher durfte ich außerhalb der Base auf dem Feld lagern. Das ist jetzt komplett nicht mehr erlaubt. Auf der anderen Seite noch eine Änderung. Wertungsobjekte, die ich am Ende des Matches in der Base brauche, muss ich nicht unbedingt in den 2,5 Minuten da reinlegen. Ich kann sie auch auf dem Boden, in der Hand oder sonst wo haben. Lass uns über Beeinflussung sprechen. Beeinflussung. Der Roboter startet und ich berühre ihn oder ich gehe irgendwo in einen Sensor ran. Was passiert? Ich muss auf jeden Fall den Roboter neu starten. Es gibt einen Neustart. Komplett in der Base, ohne Strafe. Jawohl. Wenn der Roboter aber nicht mehr komplett in der Base ist, sondern teilweise nur oder ganz draußen? Es gibt ebenso einen Neustart, und aber das Modell geht verloren, geht an den Schiedsrichter. Das ist ganz neu für Teams, die länger dabei sind, eine richtig große Änderung. Früher durfte man Sachen, die man schon in der Base hat, bekam man dann zurück, trotz Beeinflussung. Das ist vorbei. Bei der ersten Beeinflussung ist das Modell raus. Und es gibt eine Strafe und einen Neustart. Gibt es noch andere Strafen? Nein, keine weiteren anderen Strafen. Auch da vereinfacht, keine anderen Strafen. Okay, das war's. Das war's. Okay. Wir wünschen euch viel Erfolg, viel Spaß. Ebenso.